G72 bis 74 aus 2019, G181 und 182 aus 2019. Verkündung der Entscheidung des Verfassungsgerichtshofes über die Anträge von 61 Abgeordneten zum Nationalrat sowie von 21 Mitgliedern des Bundesrates auf Aufhebung näher bezeichneter Bestimmungen des Sicherheitspolizeigesetzes, der Straßenverkehrsordnung, der Strafprozessordnung und des Staatsanwaltschaftsgesetzes als verfassungswidrig. Im Namen der Republik. Der Verfassungsgerichtshof hat gemäß Artikel 140 des Bundesverfassungsgesetzes zu Recht erkannt, die angefochtenen Bestimmungen des Sicherheitspolizeigesetzes, der Straßenverkehrsordnung sowie der Strafprozessordnung werden im Wesentlichen als verfassungswidrig aufgehoben. Die aufgehobenen Bestimmungen betreffen einerseits die verdeckte Erfassung von Daten zur Identifizierung von Fahrzeugen und Fahrzeuglenkern mittels bildverarbeitender technischer Einrichtungen sowie die Verarbeitung von Daten als Section-Control-Anlagen durch die Sicherheitsbehörden und andererseits die geheime Überwachung verschlüsselter Nachrichten für Zwecke der Kriminalpolizei sowie die Ermächtigung zum Zweck der Installation eines Programms zur Überwachung verschlüsselter Nachrichten in Räumlichkeiten einzudringen, Behältnisse zu durchsuchen und spezifische Sicherheitsvorkehrungen zu überwinden. Der Spruch des Erkenntnisses lautet wörtlich wie folgt. Erstens, § 54 Absatz 4b und 57 Absatz 2a des Sicherheitspolizeigesetzes in der Fassung BGBL 1 Nummer 29 aus 2018 sowie § 98a Absatz 2 erster Satz der Straßenverkehrsordnung 1960 in der Fassung Bundesgesetzblatt 1 Nummer 29 aus 2018 werden als verfassungswidrig aufgehoben. Zweitens, frühere gesetzliche Bestimmungen treten nicht wieder in Kraft. Drittens, § 134 Ziffer 3a und § 135a der Strafprozessordnung 1975 in der Fassung Bundesgesetzblatt 1 Nummer 27 aus 2018 werden als verfassungswidrig aufgehoben. Viertens, die Bundeskanzlerin ist zur unverzüglichen Kundmachung dieser Aussprüche im Bundesgesetzblatt 1 verpflichtet. Fünftens, der Antrag der Abgeordneten zum Nationalrat zu G72 bis 74 aus 2019 wird im Übrigen zurückgewiesen. Und sechstens, der Antrag der Mitglieder des Bundesrates zu G181 bis 182 aus 2019 wird im Übrigen abgewiesen. Ich verlese nun die wesentlichen Entscheidungsgründe. Die zur gemeinsamen Beratung und Entscheidungen verbundenen Anträge sind bis auf die Anfechtung des § 98a Absatz 1 und 2, zweiter Satz und dritter Satz Straßenverkehrsordnung zulässig. Zunächst zur verdeckten Verarbeitung von Daten zur Identifizierung von Fahrzeugen und Fahrzeuglenkern durch bildverarbeitende technische Einrichtungen für Zwecke der Sicherheitspolizei. Und hier zunächst zur automatischen Erfassung von Daten. Hinsichtlich der Art und des Umfangs der Daten sind Sicherheitsbehörden gemäß § 54 Absatz 4b erster Satz Sicherheitspolizeigesetz zur Erfassung all jener Daten befugt, die mittels bildverarbeitender technischer Einrichtungen ermittelt werden können und der Identifizierung von Fahrzeugen und Fahrzeuglenkern dienen. Der Kreis der gemäß § 54 Absatz 4b Sicherheitspolizeigesetz berechtigterweise generierten Daten ist sowohl im Hinblick auf die technischen Möglichkeiten des eingesetzten Mittels, das sind die sogenannten bildverarbeitenden technischen Einrichtungen, als auch hinsichtlich der demonstrativen Aufzählung der Kategorien von Daten zur Identifizierung von Fahrzeugen und Fahrzeuglenkern weit gefasst. Die sogenannten bildverarbeitenden technischen Einrichtungen sind nicht nur Foto- und Videokameras, sondern auch Gesichtserkennungsgeräte, wobei nicht absehbar ist, welche weiteren Arten von Daten künftig durch bildverarbeitende technische Einrichtungen erfasst werden können. Die Ermächtigung nach § 54 Absatz 4b erster Satz des Sicherheitspolizeigesetzes unterliegt auch in räumlicher oder zeitlicher Hinsicht keiner Eingrenzung. Die Bestimmung erlaubt die automatische Datenerfassung für Zwecke der Fahndung dem Wortlaut nach überall dort,
wo Fahrzeuge unterwegs bzw. abgestellt sind. Im Ergebnis können bildverarbeitende technische Einrichtungen sowie im gesamten Straßenverkehr zum Einsatz kommen. Der mit der Befugnis der Sicherheitsbehörden zur Ermittlung von personenbezogenen Daten gemäß § 54 Absatz 4b erster Satz Sicherheitspolizeigesetz bewirkte Eingriff erweicht sich im Lichte des verfolgten Ziels als unverhältnismäßig. Die Ermächtigung zur Ermittlung von Daten nach dieser Bestimmung erster Satz stellt sich in Anbetracht ihrer Reichweite betreffend die Art und den Umfang der Daten sowie den Einsatzort und die Bedingungen der Datenermittlung als gravierender Eingriff in die Geheimhaltungsinteressen nach § 1 Absatz 1 Datenschutzgesetz sowie das Recht auf Achtung des Privatlebens nach Artikel 8 der Menschenrechtskonvention der Betroffenen dar. Die Schwere des Eingriffs im Hinblick auf die Art der ermittelten Daten ergibt sich nicht zuletzt daraus, dass die erfassten Bilddaten, insbesondere jene von Insassen, über die Identifizierung von Fahrzeug und Fahrzeuglenker hinausgehende Rückschlüsse zulassen. Durch die Datenerhebung mitumfasst werden Standortdaten und Informationen darüber, welche Personen miteinander unterwegs sind und wer etwa an bestimmten Veranstaltungen oder Versammlungen teilnimmt. Nach Auffassung des Verfassungsgerichtshofes ist im Hinblick auf die Art der gemäß § 54 Absatz 4b erster Satz Sicherheitspolizeigesetz ermittelten Daten ausschlaggebend, dass deren Verknüpfung Aufschluss über das Bewegungsverhalten und die persönlichen Vorlieben einer Person geben kann. Im Hinblick auf die Bedingungen der Datenerfassung nach § 54 Absatz 4b erster Satz Sicherheitspolizeigesetz ist für das Gewicht des Eingriffs zu veranschlagen, dass diese automationsunterstützt und verdeckt erfolgt. Durch automatische Bildverarbeitungsgeräte können Daten in großem Ausmaß erfasst werden. Für Betroffene besteht wegen des verdeckten Einsatzes der bildverarbeitenden technischen Einrichtungen keine Möglichkeit, die Datensammlung zu überschauen oder zu kontrollieren. Die Ermittlungsmaßnahme nach § 54 Absatz 4b Sicherheitspolizeigesetz erfasst jedes Fahrzeug und jeden Fahrzeuglenker, das bzw. der sich im Aufnahmebereich einer verdeckt und womöglich auf Dauer eingerichteten bildverarbeitenden Einrichtung bewegt. Es werden damit Daten fast ausschließlich von Personen erfasst, keinerlei Anlass, in dem Sinn, dass sie ein Verhalten gesetzt hätten, das ein staatliches Einschreiten erfordern würde, für die Datenerfassung gegeben haben. Durch eine solche verdeckte, automatische Datenerfassung von Fahrzeugen und Fahrzeuglenkern kann in großen Teilen der Bevölkerung das Gefühl der Überwachung entstehen. Dieses Gefühl der Überwachung kann wiederum Rückwirkungen auf die freie Ausübung anderer Grundrechte, etwa der Versammlungs- oder Meinungsäußerungsfreiheit, haben. Der durch § 54 Absatz 4b erster Satz bewirkte erhebliche Eingriff ist schon alleine deshalb unverhältnismäßig, weil die Ermittlungsmaßnahme auch zur Verfolgung und Abwehr von Vorsatzdaten der leichtesten Vermögenskriminalität gesetzt werden darf. Die Befugnis zur Ermittlung von Daten gemäß dieser Bestimmungen verstößt daher gegen das Datenschutzgrundrecht und gegen das Recht auf Privatleben nach Artikel 8 der Menschenrechtskonvention. Zum zweiten Themenbereich der Speicherung und Weiterverarbeitung von Daten. Befugnis zur Datenverarbeitung nach § 54 Absatz 4b erster Satz Sicherheitspolizeigesetz umfasst die Speicherung von im Zuge des Einsatzes bildverarbeitender technischer Einrichtungen erfassten Daten. Gespeichert werden die Daten sämtlicher Fahrzeuge und Fahrzeuglenker in den Aufnahmebereich der technischen bildverarbeitenden Einrichtung passiert. Anders als nach der bisherigen Befugnis zur Datenverarbeitung nach § 54b Absatz 4b Sicherheitspolizeigesetz in der alten Fassung werden die Daten nicht unmittelbar nach der Erfassung und dem zeitgleichen Abgleich mit der Fahndungsevidenz gelöscht, sondern anlasslos gespeichert. Die Speicherung erfolgt unabhängig davon, ob im Zeitpunkt der Erfassung der Daten eine Übereinstimmung des Kennzeichens mit der Fahndungsevidenz besteht. § 54 Absatz 4b sieht als Regel eine Speicherung sämtlicher Daten für die Dauer von 2 Wochen ab Ermittlung der Daten vor. Eine Löschung vor Ablauf der 2 Wochen, im Gesetz heißt es längstens, kann nach dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit dann geboten sein, wenn etwa feststeht, dass unrichtige oder entgegen den Bestimmungen des Sicherheitspolizeigesetzes verarbeitete personenbezogene Daten verarbeitet werden. In diesem Fall sind solche Daten
unverzüglich zu löschen, so wie das § 63 Absatz 1 erster Satz Sicherheitspolizeigesetz. Für den Verfassungsgerichtshof besteht kein Zweifel, dass es die ausdrückliche Absicht des Gesetzgebers war, durch die Einführung des § 54 Absatz 4b des Sicherheitspolizeigesetzes die Speicherung auch solcher personenbezogener Daten bis zu 2 Wochen zu ermöglichen, die im Zuge von Fahndungen mit erhoben wurden und für deren Erfassung bzw. Speicherung kein Anlass, das heißt keine Übereinstimmung mit einer laufenden Fahndung besteht. Der Gesetzgeber hat es, so die Gesetzesmaterialien insbesondere aus der Sicht der Strafverfolgung als erforderlich angesehen, wörtlich die Daten für 2 Wochen zu speichern, um im Anlass Fall neue Fahndung über einen Abgleich Hinweise über den Verbleib des Fahrzeuges zu generieren. Zitat Ende. § 54 Absatz 4b Sicherheitspolizeigesetz ermöglicht somit auch die insoweit anlasslose Speicherung mittels bildverarbeitender technischer Einrichtungen gewonnener Daten über Fahrzeuge und Fahrzeuglenker für bis zu 2 Wochen. Die Regelung ermächtigt Sicherheitsbehörden, die mittels bildverarbeitender technischer Einrichtungen gewonnenen Daten in mehrfacher Weise zu verarbeiten. Zum einen besteht die Möglichkeit des Abgleichs der Daten mit Fahndungsevidenzen, wobei ein solcher Abgleich nur anhand des Kennzeichens erfolgen darf. Zum anderen räumt der dritte Satz den Sicherheitsbehörden die Zugriffsmöglichkeit auf gespeicherte Daten zur Abwehr und Aufklärung gefährlicher Angriffe sowie zur Abwehr krimineller Verbindungen ein. Der Zugriff auf Daten gemäß § 54 Absatz 4b dritter Satz ist nicht auf das Kennzeichen begrenzt. Diese Einschränkung gilt gemäß dem zweiten Satz ausdrücklich nur für den Abgleich mit Fahndungsevidenzen. § 54 Absatz b dritter Satz Sicherheitspolizeigesetz erlaubt hingegen bereits dem Wortlaut nach die Verarbeitung und daher auch die Sichtung der gemäß dem ersten Satz ermittelten und gespeicherte Bilddaten zu den Zwecken der Abwehr und Aufklärung gefährlicher Angriffe sowie zur Abwehr krimineller Verbindungen. Für die Verhältnismäßigkeit und damit Zulässigkeit des Eingriffs ist es erforderlich, dass die Schwere des konkreten Eingriffs nicht das Gewicht und die Bedeutung der mit der Datenspeicherung verfolgten Ziele übersteigt. Dieser Anforderung genügen die Regelungen über die Verarbeitung der anlasslos gespeicherten Daten gemäß § 54 Absatz 4b Sicherheitspolizeigesetz nicht. Die Verarbeitung personenbezogener Daten auf Vorrat ist von Verfassungswegen nur zur Bekämpfung schwerer Kriminalität zulässig. Die angefochtene Bestimmung des § 54 Absatz 4b Sicherheitspolizeigesetz ermöglicht hingegen die Verarbeitung von gespeicherten Daten auch zur Verfolgung und Abwehr von Vorsatzdaten der leichtesten Vermögenskriminalität. Der sicherheitspolizeilichen Befugnis zur anlasslosen Speicherung und Weiterverarbeitung von Daten fehlt es, mit Ausnahme der Einschränkung auf Vorsatzdelikte, jeder auf die Schwere der drohenden Straftat bezogenen Einschränkung. Dem Ziel der Verfolgung auch leichtester Vermögenskriminalität steht im Hinblick auf die Art der betroffenen Daten ein gravierender Eingriff in die Geheimhaltungsinteressen gemäß dem Datenschutzgrundrecht und das Recht auf Privat- und Familienleben gemäß Artikel 8 der Menschenrechtskonvention gegenüber. Der durch die Ermächtigung zur Verarbeitung von Daten gemäß § 54 Absatz 4b dritter Satz Sicherheitspolizeigesetz bewirkte Eingriff wiegt zudem insoweit schwer, als die Regelung den Zugriff auf mithilfe bildverarbeitender technischer Einrichtungen gewonnene, anlasslos gespeicherte Daten dem Umfang nach in keiner Weise einschränkt. Im Übrigen gewährleistet die angefochtene Bestimmung nicht, dass auf diese Daten nur unter richterlicher Kontrolle zugegriffen werden kann. Die nachprüfende Kontrolle durch den Rechtsschutzbeauftragten gemäß § 91c Absatz 1 SPG reicht zur Rechtfertigung der Zugriffsbefugnisse gemäß § 54 Absatz 4b dritter Satz Sicherheitspolizeigesetz nicht aus. § 54 Absatz 4b Sicherheitspolizeigesetz verstößt daher sowohl im Hinblick auf die Ermächtigung zur Ermittlung von Daten als auch im Hinblick auf deren anlasslose Speicherung sowie Weiterverarbeitung gegen das Datenschutzgrundrecht und das Recht auf Privatleben nach Artikel 8 der Menschenrechtskonvention. Zum nächsten Bereich zur Verarbeitung von personenbezogenen Daten aus Section-Control-Anlagen durch die Sicherheitsbehörden für Zwecke der Sicherheitspolizei. Gesetze, die eine staatliche Behörde zur Erhebung von Daten ermächtigen, müssen gemäß § 1 Absatz 2 Datenschutzgesetz ihren Eingriffszweck hinreichend konkret bestimmen und ausreichend präzise regeln,
unter welchen Voraussetzungen die Ermittlung und die Verwendung personenbezogener Daten für die Wahrnehmung konkreter Verwaltungsaufgaben zulässig ist. Nur auf diese Weise kann geprüft werden, ob eine solche Regelung dem Verhältnismäßigkeitsgrundsatz entspricht. Die angefochtene Bestimmung des § 98a Absatz 2 erster Satz der Straßenverkehrsordnung über die Ermittlung der Daten an die Sicherheitsbehörden für die Zwecke des § 54 Absatz 4b Sicherheitspolizeigesetz und der Strafrechtspflege genügt diesen Anforderungen des § 1 Datenschutzgesetz und der Menschenrechtskonvention nicht. § 98a Absatz 2 erster Satz der Straßenverkehrsordnung durchbricht die sonst bestehende vom Verfassungsgerichtshof im sogenannten Section-Control-Erkenntnis aus 2007 als erforderlich erachtete strenge Zweckbindung bei der Verarbeitung der gemäß § 98a Absatz 1 StVO gewonnenen Daten. Es dürfen zwar mittels bildverarbeitender technischer Einrichtungen im Sinne dieser Bestimmung der Straßenverkehrsordnung weiterhin Daten nur in dem Ausmaß ermittelt werden, wie es der Zweck der Messung der durchschnittlichen Fahrgeschwindigkeit sowie der Ahndung einer Übertretung erfordert. § 98 Absatz 2 erster Satz Straßenverkehrsordnung erlaubt jedoch nunmehr eine Verarbeitung der Daten über den Zweck der Geschwindigkeitsüberwachung hinaus. Gemäß dieser Bestimmung kommen für die Übermittlung der Daten an die Sicherheitsbehörden die Zwecke der Fahndung, die Abwehr und Aufklärung und die Abwehr krimineller Verbindungen sowie die Strafrechtspflege in Betracht. Damit wird die Bestimmung zwar der notwendigen Benennung eines Zwecks der Datenverarbeitung gerecht, in Anbetracht des weiten Verständnisses dieser Zwecke stellt sich die Regelung jedoch als unverhältnismäßig dar. Die verwiesenen in § 54 Absatz 4b Sicherheitspolizeigesetz genannten Zwecke umfassen schließlich sämtliche Personen- oder Sachfahndungen im Sinne des § 24 Sicherheitspolizeigesetz, die Abwehr krimineller Verbindungen im Sinne des § 16 Absatz 2 Sicherheitspolizeigesetz sowie die Abwehr und Aufklärung von Bedrohungen eines Rechtsguts durch die rechtswidrige Verwirklichung einer gerichtlich strafbaren Handlung, die vorsätzlich begangen wurde und nicht bloß auf Verlangen eines Verletzten verfolgt wird. Noch weiter geht das Verständnis des in § 98a Absatz 2 erster Satz Straßenverkehrsordnung zu dem genannten Zwecks der Strafrechtspflege. Die Datenverarbeitung nach dieser Bestimmung für Zwecke der Strafrechtspflege umfasst schließlich die Verfolgung und Vorbeugung jedes strafrechtlich verböhnten, vorsätzlich oder fahrlässigen Verhaltens. Der Zugriff von Sicherheitsbehörden auf personenbezogene Daten aus Section-Control-Anlagen gemäß dieser Bestimmung stellt einen Eingriff in die Geheimhaltungsinteressen nach dem Datenschutzgrundrecht und das Recht auf Achtung des Privatlebens nach Artikel 8 der Menschenrechtskonvention von erheblichem Gewicht dar. Die Ermittlung der Daten erfolgt zwar durch Section-Control-Anlagen für Betroffene erkennbar und auf einer im Vorhinein begrenzten Strecke. Durch die Neuregelung der Datenverarbeitung nach § 98a Absatz 2 erster Satz SBG werden die Bilddaten nunmehr nicht unverzüglich nach deren Ermittlung bei Nichtvorliegen einer Geschwindigkeitsübertretung gelöscht, so die bisherige Rechtslage, sondern auf Ersuchen noch vor der Auswertung zur Gänze an die zuständige Landespolizeidirektion übermittelt. Von der Übermittlung und damit vorausgesetzten Speicherung der Daten an die Sicherheitsbehörden sind daher alle auf den mittels Section-Control-Anlagen gewonnenen Daten erkennbare Fahrzeuge und deren Insassen betroffen. Dies unabhängig davon, ob diese ein Verhalten gesetzt haben, das Anlass zur Übermittlung der personenbezogenen Daten an die Sicherheitsbehörden gibt. Dabei handelt es sich insbesondere deshalb um einen gravierenden Eingriff in das Datenschutzgrundrecht und das Recht auf Privatleben der Betroffenen, weil die mittels Section-Control-Anlagen erfassten Bilddaten Standortdaten mit umfassen, sowie die Erstellung eines Bewegungsprofils sowie Rückschlüsse auf persönliche Beziehungen einer Person zulassen. Die Verhältnismäßigkeit der Datenverarbeitung nach § 98a Absatz 2 erster Satz Sicherheitspolizeigesetz, Straßenverkehrsordnung muss es richtig heißen, ist schon allein deshalb nicht gewahrt, weil die Bestimmung nicht gewährleistet,
dass Daten aus Section-Control-Anlagen nur dann von den zuständigen Behörden gespeichert und übermittelt werden, wenn sie der Verfolgung und Vorbeugung von Straftaten dienen, im Einzelfall eine gravierende Bedrohung der in § 1 Absatz 2 Datenschutzgesetz und Artikel 8 Absatz 2 der Menschenrechtskonvention genannten Ziele darstellen und einen solchen Eingriff rechtfertigen. § 98a Absatz 2 erster Satz Straßenverkehrsordnung verstößt daher ebenfalls gegen § 1 Datenschutzgesetz und Artikel 8 der Menschenrechtskonvention. Diese Verfassungswidrigkeit umfasst auch die ebenfalls angefochtene Bestimmung des § 57 Absatz 2a Sicherheitspolizeigesetz, die in einem untrennbaren Zusammenhang mit § 98 Absatz 2 Straßenverkehrsordnung steht. Nun zu den Bereichen der Strafrechtspflege und Strafverfolgung und zunächst zur Überwachung verschlüsselter Nachrichten für Zwecke der Kriminalpolizei. Die für den 1. April 2020 als in Kraft treten in vorgesehene Bestimmung des § 135a Absatz 1 StPO in der Fassung BGB Römisch 127 aus 2018 erlaubt in bestimmten Fällen die verdeckte Überwachung verschlüsselter Nachrichten durch Installation eines Programmes in einem Computersystem, § 134 Ziffer 3a Strafprozessordnung in der novellierten Fassung. Die vertrauliche Nutzung von Computersystemen und digitalen Nachrichtendiensten ist ein wesentlicher Bestandteil des Rechts auf Achtung des Privatlebens nach Artikel 8 der Menschenrechtskonvention. Computergestützte Technologien sind zunehmend bedeutende Mittel für die Persönlichkeitsentfaltung und private Lebensführung des Einzelnen. Daten und Informationen über die persönliche Nutzung von Computersystemen gewähren in der Regel Einblick in sämtliche, auch höchstpersönliche Lebensbereiche und lassen Rückschlüsse auf die Gedanken des Nutzers, insbesondere Vorlieben, Neigungen, Orientierung und Gesinnung zu. Die verdeckte Überwachung der Nutzung von Computersystemen nur in äußerst engen Grenzen zum Schutz entsprechend gewichtiger Rechtsgüter zulässig. Artikel 8 der Menschenrechtskonvention verlangt, dass dem Persönlichkeitsschutz aller von einer Überwachungsmaßnahme Betroffenen im Rahmen der Ausgestaltung der Maßnahme entsprechend Rechnung getragen wird. Dies gilt zunächst auf der Ebene der Ermächtigung zur Überwachung. Informationen, die den von Artikel 8 MRK geschützten persönlichen Lebensbereich einer Person betreffen, sind von der Überwachung auszunehmen, soweit sie für die Erreichung des Ziels der Überwachungsmaßnahme nicht erforderlich sind. Sofern die Erlangung solcher die Privatsphäre, etwa eines unbeteiligten Dritten betreffender Informationen, durch die Überwachungsmaßnahme unvermeidbar und im Lichte des Gewichtes und der Bedeutung des mit der Überwachungsmaßnahme verfolgten Zieles gerechtfertigt ist, hat der Gesetzgeber auf Ebene der Verwendung dieser Informationen Vorkehrungen zum Schutz des Rechts auf Achtung des Privatlebens nach Artikel 8 der Menschenrechtskonvention zu treffen. Die in Rede stehende Überwachungsmaßnahme verstößt bereits deshalb gegen Artikel 8 der Menschenrechtskonvention, weil nicht gewährleistet ist, dass eine solche verdeckte Überwachung nur dann erfolgt, wenn sie zur Verfolgung und Aufklärung von Straftaten dient, die im Einzelfall eine gravierende Bedrohung der in Artikel 8 Absatz 2 Menschenrechtskonvention genannten Ziele darstellen und die einen solchen schwerwiegenden Eingriff rechtfertigen. Nach Auffassung des Verfassungsgerichtshofes kommt der durch § 135a Strafprozessordnung geschaffenen Ermittlungsmaßnahme im Hinblick auf die Art und den Umfang der Überwachung eine besondere, den anderen Überwachungsmaßnahmen der Strafprozessordnung nicht gleichzuhaltende Intensität zu. § 135a in Verbindung mit § 134 Ziffer 3a Strafprozessordnung ermöglicht die verdeckte Infiltration eines Computersystems mit einer Software, die in die Funktionsweise des Computersystems eingreift und auf sämtliche bereits sowie laufend versendete, übermittelte und empfangene, zuvor verschlüsselte Nachrichten sowie im Zusammenhang stehende Daten zugreift. Die Ermittlungsmaßnahme der Installation eines Programms in einem Computersystem, um eine Verschlüsselung beim Senden, Übermitteln oder Empfangen der Nachrichten und Informationen zu überwinden, erlaubt zum einen den Zugriff auf sämtliche in einem Computersystem vorhandene Daten –
soweit sie Inhalt einer versendeten, übermittelten oder empfangenen Nachricht sind. Zum anderen ermöglicht § 135a Strafprozessordnung die laufende, kontinuierliche Überwachung aller benutzergesteuerten Eingaben auf Geräten eines Computersystems. Eine Überwachung im Sinn des § 135a Strafprozessordnung umfasst daher den Zugriff auf Inhaltsdaten, bevor eine Verschlüsselung bzw. nachdem eine Entschlüsselung erfolgt. § 135a Strafprozessordnung ermöglicht zuhin die Abbildung sämtlicher benutzergesteuerter Kommunikationsvorgänge, die über ein bestimmtes Computersystem getätigt werden. Die Ermittlung der Daten erfolgt nach der Definition des § 134 Ziffer 3a Strafprozessordnung durch Installation eines Programms in einem Computersystem im Sinn des § 74 Absatz 1 Ziffer 8 des Strafgesetzbuches. Bei einem solchen Computersystem handelt es sich definitionsgemäß um sowohl einzelne als auch verbundene Vorrichtungen, die der automationsunterstützten Datenverarbeitung dienen. Der Begriff erfasst die zugehörige Hardware und das Netzwerk, in das die Geräte eingebunden sind. Im Hinblick auf das gemäß § 135a Strafprozessordnung eingesetzte Mittel zur Überwachung von verschlüsselten Nachrichten und den erlangten Informationen ist daher ein besonderer Schutz der Privatsphäre nach Artikel 8 der Menschenrechtskonvention angezeigt. Dies gilt insbesondere für Inhalte und Informationen betreffend Personen, die einer der in § 135a Absatz 1 Strafprozessordnung genannten Straftaten nicht dringend verdächtig sind, aber dennoch als Folge ihrer Nutzung des durch ein Programm infiltrierten Computersystems von der verdeckten Überwachung betroffen sind. Der Verfassungsgerichtshof erkennt nicht, dass auch andere Überwachungsmaßnahmen, wie etwa die Observation gemäß § 130 Strafprozessordnung, die optische und akustische Überwachung von Personen gemäß § 136 StPO oder die Telefonüberwachung nach § 135 StPO unvermeidbar auch unbeteiligte Dritte mitbetreffen können. Die durch § 135a Absatz 1 und Absatz 2 StPO ermöglichte verdeckte und laufende Überwachung eines Computersystems erreicht diesbezüglich jedoch eine signifikant erhöhte Streubreite. Die Ermittlungsmaßnahme nach § 135a in Verbindung mit § 134 Ziffer 3a StPO betrifft schließlich sämtliche Nutzer von Geräten dieses Computersystems und damit eine Vielzahl an auch unbeteiligten Personen. Die in Rede stehende Überwachungsmaßnahme erweist sich zudem, insbesondere im Hinblick auf die erlangten Informationen gegenüber den bisherigen Überwachungsmaßnahmen, als besonders intensiv. § 135a in Verbindung mit § 134 Ziffer 3a StPO gewährt den Ermittlungsbehörden weitreichende Einblicke in die Privatsphäre des Nutzers bzw. der Nutzer eines Computersystems. Dies ist vor allem vor dem Hintergrund zu sehen, dass die Zusammenschau der im Zuge der Überwachungsmaßnahme erhobenen Daten Rückschlüsse auf die persönlichen Vorlieben, Neigungen, Orientierung und Gesinnung sowie Lebensführung einer Person ermöglichen. Die Befugnis zur kontinuierlichen verdeckten Überwachung verschlüsselter Nachrichten gemäß § 135a in Verbindung mit § 134 Ziffer 3a stellt in Anbetracht der Reichweite von Computersystemen und dem Umfang der auf solche vorhandenen persönlichen Daten einen gravierenden Eingriff in das Recht auf Achtung des Privatlebens nach Artikel 8 der Menschenrechtskonvention dar. Im Hinblick auf die Ermächtigung zur Überwachung verschlüsselter Nachrichten nach § 135 Absatz 1 Ziffer 2 StPO ist für den Verfassungsgerichtshof bereits das Vorliegen eines schwerwiegenden öffentlichen Interesses, das den Eingriff in die Privatsphäre des Betroffenen rechtfertigen könnte, nicht erkennbar. Nach dieser Bestimmung ist die Überwachung verschlüsselter Nachrichten nämlich schon dann zulässig, wenn zu erwarten ist, dass durch die Aufklärung einer vorsätzlich begangenen Straftat, die mit einer Freiheitsstrafe von mehr als 6 Monaten bedroht ist, gefördert werden kann und weiters der Inhaber oder Verfügungsberechtigte des Computersystems, in dem ein Programm zur Überwachung verschlüsselter Nachrichten installiert werden soll, der Überwachung zustimmen. Mit diesem umfassenden Anwendungsbereich schließt die Bestimmung einen Großteil der im Strafgesetzbuch und in den übrigen Strafbestimmungen normierten Vorsatzdelikte und damit auch solche mit ein, bei denen das Interesse an der Strafverfolgung
nicht jenes an der Privatsphäre der Betroffenen überwiegt. Die Tatsache, dass der Inhaber des überwachten Computersystems dieser Maßnahme zustimmen muss, vermag bloß die Überwachung der Privatsphäre des Zustimmenden zu rechtfertigen, nicht aber den Eingriff in die Rechtssphäre dritter Personen, die von der Überwachung betroffen sind und auf die Integrität der Kommunikation mit anderen vertrauen. Ebenso ist die Ermächtigung zur Überwachung verschlüsselter Nachrichten nach § 135a Absatz 1 Ziffer 3 Strafprozessordnung insoweit verfassungswidrig, als sich diese Bestimmung auf die Aufklärung oder Verhinderung von im Rahmen einer kriminellen Organisation, § 278a StGB, oder terroristischen Vereinigung, § 278b StGB, begangenen oder geplanten Verbrechen bezieht. Für das Vorliegen eines Verbrechens kommt es nach § 17 Absatz 1 Strafgesetzbuch darauf an, dass das Vorsatzdelikt unter Berücksichtigung allfälliger strafsatzändernder Umstände mit lebenslanger oder mit mehr als dreijähriger Freiheitsstrafe bedroht ist. Vom Straftatenkatalog des § 135a Absatz 1 Ziffer 3 erster Fall StPO sind sohin auch im Rahmen einer kriminellen Organisation geplante qualifizierte Vermögensdelikte wie etwa Diebstähle in der Qualifikation nach 129 Absatz 2 und § 131 StGB umfasst. Ungeachtet der Verfassungswidrigkeit des § 135a Absatz 1 Ziffer 2 und 3 StPO erweist sich die Überwachungsmaßnahme nach 135a Absatz 1 StPO auch als solche als verfassungswidrig, weil die Ausgestaltung der Ermächtigung zur Überwachung verschlüsselter Nachrichten durch die geheime Installation eines Programmes in einem Computersystem gemäß § 135a StPO den Schutz der Privatsphäre der von einer solchen Überwachung Betroffenen nicht hinreichend sicherstellt. Nach § 135a StPO setzt die Installation des Programms zur Überwachung verschlüsselter Nachrichten auf einem bestimmten Computersystem zwar die gerichtliche Bewilligung der Anordnung durch die Staatsanwaltschaft gemäß § 137 Absatz 1 und § 138 Absatz 1 StPO voraus. In Anbetracht der Besonderheiten des eingesetzten Mittels und der verdeckten Überwachung sämtlicher über ein bestimmtes Computersystem versendeter, übermittelter oder empfangener Nachrichten über einen längeren Zeitraum bedarf es nach Ansicht des Verfassungsgerichtshofes einer begleiteten, effektiven, mit entsprechenden technischen Mitteln und personellen Ressourcen ausgestatteten Aufsicht über die laufende Durchführung dieser Maßnahme durch das Gericht oder eine mit gleichwertigen Unabhängigkeitsgarantien ausgestattete Stelle. Der durch den Richtervorbehalt nach § 137 Absatz 1 und § 138 Absatz 1 StPO gewährleistete Rechtsschutz bloß zu Beginn, nämlich bei der Bewilligung der Anordnung der Maßnahme, reicht nach Ansicht des Verfassungsgerichtshofes im Lichte der besonderen Qualität der vorgesehenen laufenden verdeckten Überwachung von Teilen von Computersystemen unter dem Blickwinkel des Artikel 8 der Menschenrechtskonvention nicht aus. Der Rechtsschutzbeauftragte ist zwar gemäß § 147 Absatz 3a Strafprozessordnung ermächtigt, jederzeit Einsicht in alle Unterlagen der Ermittlungsmaßnahme nach § 135a Strafprozessordnung zu nehmen. Und er hat insbesondere darauf zu achten, dass während der Durchführung die Anordnung und gerichtliche Bewilligung nicht überschritten werden und die Ermittlungsmaßnahme nur so lange durchgeführt wird, als die Verhältnismäßigkeit gewahrt ist. Diese Regelung genügt den Anforderungen des Artikel 8 der Menschenrechtskonvention nur dann, wenn eine unabhängige Aufsicht über die Durchführung der verdeckten Überwachung nach § 135a Strafprozessordnung zum Schutz der Privatsphäre der Betroffenen in jedem Fall tatsächlich und in einer der Eingriffsintensität der Maßnahme angemessenen Weise erfolgt. Die Bestimmungen des § 147 Absatz 1 und Absatz 3 der Strafprozessordnung räumen dem Rechtsschutzbeauftragten zwar die Möglichkeit ein, sich über die Durchführung der Überwachungsmaßnahme einen persönlichen Eindruck zu verschaffen, stellen jedoch nicht sicher, dass eine Einrichtung wie die des Rechtsschutzbeauftragten auch tatsächlich in der Lage ist, die verdeckte laufende Überwachung eines Computersystems effektiv
und unabhängig zu überwachen. Die Möglichkeit nach § 147 Absatz 4 Strafprozessordnung nach Beendigung der Ermittlungsmaßnahme die Vernichtung bzw. Löschung von Ergebnissen bzw. Daten zu beantragen, stellt den Schutz von zu Unrecht in eine Überwachung einbezogenen Inhalten ebenso wenig sicher. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass auch die vom Gesetzgeber vorgesehene beschränkte Verwendung von allenfalls rechtswidrig erlangten Informationen nachträglich, etwa durch ein Beweisverwertungsverbot im Sinn des § 140 StPO, den Schutz der Rechte des Betroffenen nur begrenzt sicherzustellen vermag. Der Verfassungsgerichtshof kommt zu dem Ergebnis, dass die Ausgestaltung der Ermächtigung zur Überwachung verschlüsselter Nachrichten gemäß § 135 der Strafprozessordnung in Verbindung mit § 134 Ziffer 3a StPO den Schutz des Rechts auf Privatleben nach Artikel 8 der Menschenrechtskonvention nicht hinreichend gewährleistet. In Anbetracht der Intensität des Eingriffs in die Privatsphäre sämtlicher von einer Überwachung nach § 135a StPO betroffener Personen ist es unter dem Blickwinkel des Artikel 8 der Menschenrechtskonvention geboten, dass der Gesetzgeber eine begleitende, effektive, mit entsprechenden technischen Mitteln und personellen Ressourcen ausgestattete und unabhängige Aufsicht über die laufende Durchführung der Maßnahme durch einen Richter oder eine mit gleichwertigen Unabhängigkeitsgarantien ausgestattete Stelle in jedem Fall sicherstellt. Die Ermächtigung des § 135a Absatz 1 Strafprozessordnung erweist sich in der vorliegenden Ausgestaltung als verfassungswidrig. § 135a Absatz 2 Strafprozessordnung, der technische Anforderungen an das auf einem Computersystem zu installierende Programm für eine Überwachung verschlüsselter Nachrichten gemäß § 135 Absatz 1 StPO vorsieht, steht in untrennbarem Zusammenhang mit § 135a Absatz 1 StPO und ist daher aus diesem Grund aufzuheben. Zum letzten Bereich, zum Eindringen in eine bestimmte Wohnung oder in eine andere durch das Hausrecht geschützte Räume und dergleichen zum Zweck der Installation des Programms zur Überwachung verschlüsselter Nachrichten. § 135a Absatz 3 der Strafprozessordnung sieht im Zusammenhang mit der Installation des Programms zur Überwachung verschlüsselter Nachrichten in Computersystemen die Befugnis der Strafverfolgungsbehörden vor, in eine bestimmte Wohnung oder in eine andere durch das Hausrecht geschützte Räume einzudringen, Behältnisse zu durchsuchen und spezifische Sicherheitsvorkehrungen zu überwinden. § 135a Absatz 3 StPO ermöglicht so hin, auch wenn von den genannten Befugnissen nicht denknotwendig in jedem Fall kumulativ Gebrauch gemacht werden muss, wenn etwa der Standort des Computersystems durch vorherige konventionelle Observation eindeutig feststeht und nach dem Gerät gar nicht gesucht werden muss, dem Wortlaut nach im Zuge des Eindringens in eine Wohnung oder in eine andere durch das Hausrecht geschützte Räume zur Auffindung von Computersystemen über den Akt des bloßen Eindringens hinaus Durchsuchungsakte vorzunehmen, insbesondere Behältnisse zu durchsuchen. Bereits der Begriff Durchsuchen im Sinn des § 135a Absatz 3 StPO setzt voraus, dass über den genauen Standort des aufzufindenden Gegenstandes, im vorliegenden Fall des Computersystems, keine Gewissheit besteht bzw. bestehen muss. Folglich beinhaltet diese Bestimmung auch die Befugnisse, Akte einer Hausdurchsuchung im Sinne des Hausrechtsgesetzes aus dem Jahr 1862 zu setzen. Der Verfassungsgerichtshof geht daher davon aus, dass § 135a Absatz 3 der Strafprozessordnung, wenn nicht nur, so doch auch zur Durchführung von Hausdurchsuchungen im Sinne des Artikel 9 des Staatsgrundgesetzes 1867 in Verbindung mit dem Hausrechtsgesetz aus 1862 ermächtigt. Dieses Hausrechtsgesetz schreibt vor, dass Hausdurchsuchungen, die ohne Wissen des Betroffenen durchgeführt werden, diesem spätestens innerhalb der nächsten 24 Stunden mitzuteilen sind. Als Überwachung verschlüsselter Nachrichten im Sinn des § 135a Strafprozessordnung gilt das Überwachen verschlüsselt gesendeter,
übermittelter oder empfangener Nachrichten und Informationen durch Installation eines Programms in einem Computersystem ohne Kenntnis dessen Inhabers oder sonstiger Verfügungsberechtigter, um eine Verschlüsselung beim Senden, Übermitteln oder Empfangen der Nachrichten und Informationen zu überwinden. § 135a in Verbindung mit § 134 Ziffer 3a StPO setzt demnach voraus, dass die Ermittlungsmaßnahme der Überwachung verschlüsselter Nachrichten ebenso wie die diese Ermittlung vorbereitenden Maßnahmen im Sinne des § 135a Absatz 3 StPO ohne Kenntnis des Inhabers oder sonstigen Verfügungsberechtigten des Computersystems getroffen werden. Auch § 135a Absatz 3 erweist sich daher wegen Verstoßes gegen das verfassungsgesetzlich gewährleistete Recht auf Unverletzlichkeit des Hausrechts gemäß Artikel 9 des Staatsgrundgesetzes über die allgemeinen Rechte der Staatsbürger 1867 in Verbindung mit dem Gesetz zum Schutz des Hausrechts 1862 als verfassungswidrig. Das waren nun die wichtigsten Passagen aus der Begründung. Den Parteien wird in den nächsten Tagen die schriftliche Ausfertigung mit der vollständigen Begründung zugestellt werden. Gleichzeitig wird das Erkenntnis auf der Website des Gerichtshofes veröffentlicht. Vielen Dank.